meine Lieben, und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Der Lesemonat Mai ist vorbei. Ich habe ganze 2 Bücher gelesen und ja, werde euch auch den Grund sagen, warum ich eigentlich nur 2 Bücher gelesen habe. Noch was richtig Cooles zeigen, was ich bestellt habe. Ich finde das so, so mega. Das habe ich hier, das zeige ich euch auch gleich. Also viel Spaß beim Zuschauen. So, meine Lieben. Genau, ganze 2 Bücher gelesen im Monat Mai und fangen wir an mit Crescent City Band 3. Ich habe auch so eine richtig schöne Ausgabe mit Farbschnitt. Ich zeige euch das mal, ist das nicht schön? Sieht echt mega aus. Ist ein ganz schön dickes Buch. Es hat übrigens 26 Euro gekostet. Ich habe es neu geholt im Thalia. Ich verlinke euch mal das Buch an die 950 Seiten. Und ich habe dafür fast den ganzen Monat Mai gebraucht. Denn, falls ihr euch an den Monat April erinnern könnt, da habe ich ja Crescent City 2 gelesen. Dafür habe ich schon so lange gebraucht, weil das eben auch so ein dickes Buch ist. Das Ende, das war so mega. Dass ich natürlich gleich, ich bin gleich ins Thalia, obwohl ich ein anderes Buch lesen wollte, und habe mir Band 3 geholt. Und ich muss leider sagen, dass ich enttäuscht wurde. Nach dem Ende von Band 2 habe ich gedacht, dass jetzt der absolute Knaller kommt und dass Geschichte jetzt noch mehr ausgearbeitet wird und viele Sachen vielleicht klarer sind. Und leider Gottes hat mich doch Crescent City 3 sehr enttäuscht und ich musste mich teilweise wirklich zwingen zum Lesen, weil es einfach sehr, ja, so ein bisschen ausgelutscht war an manchen Stellen. Und ich hätte mir einfach da noch viel mehr gewünscht, dass Charaktere weiter ausgearbeitet werden oder halt, dass die Handlung ein bisschen tiefer geht. Aber irgendwie, also es hat mich leider nicht überzeugt. Wo ich das Buch fertig gelesen habe, habe ich auch wirklich 3 Kreuze gemacht. Denn ich bin so froh, dass ich jetzt eigentlich mit der Reihe abgeschlossen habe. Ich habe Band 1, 2 und 3 jetzt gelesen. Und hoffe eigentlich, dass kein viertes Band kommt. Wobei ich glaube, es kommt noch eins, bin mir nicht sicher. Ich glaube schon, dass ich das schon mal gehört habe. Und ja, ich bin froh, dass Crescent City vorbei ist. Es war echt heftig und heftig langweilig manchmal, muss ich wirklich so sagen. Also es tut mir leid, Sarah J. Maas ist ja wirklich, ist zum Beispiel auch meine Lieblingsreihe, wie von vielen anderen auch. Throne of Glass finde ich sogar noch besser als Crescent City. Also von allen 3 Teilen, wenn ich mich dafür ein Band entscheiden müsste, was das Beste wäre, dann wäre das Band 1. Und von Band 2, wie gesagt, nur das Ende. Also, ja, es ist schon ziemlich High Fantasy und schon ziemlich komplex alles und mit diesen ganzen Truppen, die es gibt. Und also es ist einfach nicht meins. Es ist, also dafür, dass das Band 2 so krass endet, ist die Geschichte einfach nicht gut ausgearbeitet, ja. Also es war echt langweilig. Leider. Leider, leider. Dieses Buch würde von mir 3 von 5 Sterne kriegen. Achso, und deswegen habe ich auch so lange dafür gebraucht, weil ich es doch immer wieder zur Seite geschoben habe. Oder mich besser gesagt zum Lesen zwingen musste. Also wer in einer Leseflaute steckt, der sollte nicht mit Crescent City anfangen. Und dann kommen wir zum zweiten Buch. Das ist nämlich von meiner absolute zweite Lieblingsreihe mittlerweile. Es ist War in Queens. Und zwar von der Reihe Blood and Ash. Liebe kennt keine Grenzen. Das ist Band 4 und das war wieder so, so gut. Das habe ich wirklich ganz schnell durchgelesen. Geschichte von Poppy und Castell, vielleicht spreche ich das jetzt nicht richtig aus, verzeiht, ist wirklich eine sehr, sehr gute Geschichte, sehr spannend. Und es ist, wie gesagt, gehört jetzt absolut zu meinen Lieblingsreihen. Ich weiß bloß leider nicht, wie man die gute ausspricht, von der Autorin Jennifer L. Armentrout, glaube ich.
Und das Band 4, ich bin übrigens gerade bei Band 5 schon auch über die Hälfte durch. Wir haben heute den 6. Juni, also ich werde das jetzt mit ziemlicher Sicherheit bis zum Wochenende beenden. Und sage euch auch gleich, wie das Band 5 war, weil es doch ganz schön viel Kritik hat. Aber Band 4 ist wirklich top. Diese Reihe ist einfach mega. Ich kann sie jedem ans Herz legen. Auch eine Fantasy-Reihe, das ist Blood and Ash, Band 1. Band 5, seht ihr hier gerade, ist Solo und Ash. Es gibt auch noch so eine Nebenbuchreihe, wie bei Throne of Glass, wo hier, also noch eine Buch, ich weiß gar nicht, wie man das sagt, wie sagt man, so eine Parallelbuchreihe. Ich komme jetzt gerade nicht auf das Wort. Die werde ich jetzt aber nicht lesen, denn ich freue mich schon auf ganz, ganz andere Bücher, die auf mich warten. Was ich noch sagen wollte, in War and Greens geht es auch wieder heiß her, also hier schon Spice dabei, wie auch bei Crescent City. Wobei der Spice hier fand ich jetzt auch nicht so dolle bei Crescent City. Aber hier ist er wirklich gut, sehr, sehr gut. Und ich würde War and Greens auf jeden Fall eine 4 von 5 geben. Dann wollte ich euch noch was zeigen, war ich so ein bisschen auf der Suche nach Merch. Und es gibt ja vieles bei Etsy, bei Amazon und... Da hier bald sowieso eine kleine Renovierung ansteht, habe ich mir was richtig Cooles geholt. Guckt euch das mal an. Das ist die Stadt von Crescent City. Das will ich mir in einen Bilderrahmen machen. Ich schreibe Lunation. Oh Gott, ich weiß gar nicht, wie man das ausspricht. Also von Bryce. Oder Bruce, ich glaube Bryce, genau, ihre Stadt von Crescent City. Wie gesagt, die Qualität ist echt gut, von Throne of Glass, guckt euch das mal an. Werde ich mir auf jeden Fall, also ich hole mir auf jeden Fall so schwarze Bilderrahmen, habe ich gedacht, und hänge sie so nacheinander in einer Reihe auf. Und dann natürlich von vielen, vielen, vielen Lesern die absolute... Muss mich mal beeilen, mein Akku ist gleich leer. Die mega, mega Lieblingsstadt von alles ist Valeris von Das Reich der Sieben Höfe von Rice und Farah. Guckt euch das mal an, Valeris. Also die drei Bilder will ich mir auf jeden Fall aufhängen. Wie gesagt, in so einem schwarzen, schönen Rahmen. Werde euch dann auch zeigen, wie das aussieht. Die sind mega, mega schön. Und ich verlinke euch das mal alles unten. Ihr könnt mir auch gerne eine E-Mail schreiben oder kommentieren. Ja, falls ihr vielleicht noch Anregungen habt, was dazu sagen wollt oder Fragen habt, wie auch immer, schreibt mir. Ansonsten war das mein Lesemonat Mai. Und ja... Ich hoffe, euch hat es gefallen und bis zum nächsten Mal.